Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin wieder im Angelparadies Eschede an der Bärenkuhle und heute gibt es ein kleines besonderes Video, und zwar ein Nachtangelvideo. Ja, und am Ende gebe ich die Gewinner vom Gewinnspiel bekannt, also bleibt unbedingt dran und los geht's. Ja, eigentlich soll es ein Nachtangelvideo werden, aber ich kann es mir jetzt nicht nehmen lassen, solange es noch hell ist, ein paar Würfe zu machen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich werde ein bisschen tremarellern, da habe ich halt richtig Bock drauf. Und nachher, wenn es dunkel ist, dann zeige ich euch die Montagen, die ich nachher verwenden werde. Ich habe hier einen Dyingwurm drauf. Oh, da habe ich auch schon den ersten Kontakt gehabt. Ich will mal testen, ob man mit den Libralures auch tremarellern kann. Oh, da haben wir den ersten Biss. Na, die nimmt noch. Ich glaube, die hat wieder losgelassen. Schade. Ja, was auch cool ist, die goldene verfolgt gerade voll meine Pose. Ich glaube, ich werde ein bisschen flacher stellen. Krass, wie die dann hinterher geht. Ihr könnt es leider nicht sehen, glaube ich. Ja, ich angel jetzt hier vorne. Also ihr seht ja, heute ist keiner da, ich kann mich richtig austoben. Und ich angle hier vorne, weil ich vorhin mit der Poolbrille rumgegangen bin und habe so ein bisschen geschaut, wo der Fisch steht. Und hier vorne steht deutlich mehr Fisch als hinten. Deswegen will ich hier angreifen. Boah, die goldene kommt. Kommt die? Krass, die hat sich den Köder angeguckt. Seht ihr das? Ne? Die ist sehr unentschlossen. Ne, die will nicht. Vielleicht ist das die falsche Farbe. Ah, ist hier super cool bei dem klaren Wasser, dass man die Fische dann sieht, die ganzen Nachläufer. Richtig cool. Oh, da ist jetzt ein Biss. Und, leider ausgestiegen. Ja, ihr habt es gesehen, der Fisch ist gerade leider ausgestiegen. Ich glaube, ich werde den Dyingwurm mal ein bisschen weiter aufziehen, sodass die Hakenspitze ein bisschen weiter hinten rausschaut. So, mal gucken, ob das auch geht. Ja, ein bisschen weniger Spiel, aber ich probiere es mal. Es macht so Spaß, mit den Goldenen zu spielen. So, nächster Versuch. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, die wollen kein Libralure. Ich werde jetzt mal Bienenmaden testen. So, ich habe mal angeködert. Mal gucken, ob die Bienenmaden wollen. Jo, da ist der Biss. Ich glaube, es war ein Bleihacker. Nee. Nee, jetzt. Krass, erster Wurf mit Bienenmaden, direkt den ersten richtigen Biss. Und da haben wir den ersten Fisch. Experiment mit Libralure nicht geglückt, aber die Bienenmade hat wieder gestochen. Ja, cool, und da haben wir den ersten Fisch drauf. Ah, die marschiert richtig schön. So, und da haben wir Fisch Nummer 1. Yes. Jawohl. Oh, ein Saibling sogar. Richtig cool. Das Experiment mit Libralure ist nicht ganz geglückt, aber schaut mal hier, die Bienenmade hat mir einen richtig schönen Saibling gebracht. Richtig, richtig cool. Ja, und für nachher, ich habe so kleine Glowkugeln in Rot.
die rote Lachseier imitieren sollen. Mal schauen, ob wir dann in der Nacht auch nochmal ein Saibling drauf kriegen. Ja, und ich würde sagen, ich trimme Marella jetzt noch ein bisschen. Ja, ich zeige euch heute mal, wie ich die echten Bienenmaden anködere. Also ich habe hier immer ganz gern so eine Box. Da kann man die schlechten immer ganz gut raussortieren und dann am besten die einfach zu Hause irgendwo stehen lassen, wo es nicht ganz so warm und so kalt ist, und dann halten die sich eigentlich ewig. So, dann ködere ich die mal an. Also ich nehme, wie immer, die erste Bienenmade, steche die ziemlich mittig ein. Dann nehme ich drei Finger, schiebe die auf das Vorfach rauf, die Bienenmade. Da kommt schon der erste Vogel. Und die zweite, ganz easy, nehmt ihr einfach so und lasst wie bei der künstlichen Bienenmade den Haken nach dem ersten Drittel schon austreten. So habt ihr ein super L, das dreht sich gleich richtig schön, und dann würde ich sagen, machen wir weiter. So krass, wie viele Fische hinter meiner Pose hinterher schwimmen. Eigentlich bin ich gerade relativ flach unterwegs. Oh, da ist der Biss. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu tief unterwegs. Die müsste das jetzt direkt von der Oberfläche genommen haben. Vielleicht passt da auch gar nicht so schlecht. Mit ein bisschen mehr Druck, so wie die Pose. Oh, da ist der Biss. Krass, wie vorsichtig die sind. Ich glaube, dass die aufs Blei hacken. Ich werde nochmal flacher stellen. Na, Goldi? Oh, jetzt hat ein anderer aber zugeschnappt. Und da haben wir Fisch Nummer 2. Ich habe gerade gesehen, wie so eine Goldi hinterher geschwommen ist. Ich dachte, dass erst das sie gebissen hat. Aber nee, da hat sie eine andere schnell die Bienenmaden geschnappt. Nein, ausgestiegen. Die Fische sind wirklich richtig vorsichtig. Aber wenn man so ein paar Bisse kriegt, macht es richtig Bock. Jupp, krass, ich habe gerade die Bienenmaden hochgezogen, wollte rausheben und dann hat sich eine Forelle von der Oberfläche die Bienenmaden gerade geschnappt. Jawohl, also die Fische scheinen doch sehr, sehr flach zu stehen. Ich glaube, ich werde gleich mal mit Glas schleppen. Na, die will noch mal. Yes! Und da haben wir Fisch Nummer 2. Eine schöne Regenbogenforelle. Ja, ich wollte euch den Fisch noch mal zeigen. Schaut mal hier. Richtig stromlinienförmig, richtig schön gewachsener Fisch. So wie das sein soll. Richtig, richtig cool. Ja, ich habe jetzt schon zwar zwei Fische gefangen auf Bienenmaden. Aber ich habe mir gedacht, ich will mit Paste schleppen. Also ich glaube, ihr konntet das nicht sehen. Aber so eine Goldforelle, die schwimmt immer hinter der Pose hinterher. Und ich will mal probieren, ob ich die so überlisten kann. Ich habe jetzt relativ flach gestellt. Ich werde jetzt versuchen, ihr den Teigdreher mal zu präsentieren. Ja, die kommt schon wieder hinter meiner Pose hinterher. Oh, da ist gerade eine andere hinterher geschossen. Wie lustig ist das denn? Keine Chance. Na? Nee. Das ist noch eine andere Goldforelle. Gucken, ob wir die kriegen. Jawohl, jetzt hat eine Goldforelle die Paste genommen.
voll verhauen. So eine Kacke. Das war richtig schlecht gemacht. Aber es klappt auf jeden Fall. So, Teigdreher ist fertig. Wollen wir mal gucken. Vorne schwimmen auch gleich welche. Die schießen schon wieder hinter der Pose hinterher. Das ist so geil. Oh ja, nimm. Und sie kommt angeschossen. Na? Aber eine andere hat es jetzt genommen. Ah, die Paste ist wieder da. Das ist so cool. Ja, Biss. Shit, verhauen. Die Fische sind wirklich vorsichtig, aber es macht richtig Bock. Also man sieht richtig, wie die orangene Paste auf einmal weg ist. Jetzt hat die eine andere Forelle von der Oberfläche geschnappt. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr warten. Ich versuche jetzt einen ganz kleinen Teigdreher zu machen. Aber das ist wirklich Adrenalin pur, wenn man so sieht, wie die Fische von der Oberfläche den Köder wegschnappen. So, da hinten stehen Goldies. Also ich führe den Köder ziemlich schnell, direkt unter der Oberfläche und sehe dann, wie andere Forellen draufschießen oder halt die Goldies. Ja, da kommt eine goldene. Ah, ist abgedreht. Na, die weiß noch nicht, was sie machen soll. Ich lasse die jetzt mal hier liegen. Jawohl, die Goldie hat das genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und wieder ausgespuckt, wieder genommen. Und da haben wir sie. Ey, wie geil ist das denn? Ey, ich hoffe, dass ihr das sehen konntet. Richtig, richtig cool. Yes. Alter, macht das Spaß. Mega, mega. Ja, Leute, der Plan ist aufgegangen. Also hier ist nochmal die Goldforelle. Hat sich richtig schön die Paste geschnappt hier vorne am Ufer. Hängt auch relativ knapp. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da oben hängt der Haken im Maulwinkel. Ja, Plan ist aufgegangen und mit der Paste werde ich jetzt weitermachen. Das macht richtig Bock. Ich muss sagen, es macht schon Spaß. Oh, da ist ein Biss. Na, nimmt? Ja, die nimmt noch. Sehr schön. Ja, ich glaube, jetzt kann ich anhauen. Yes. Richtig schöner Fisch. Ja, die ist voll drauf gehämmert. Richtig, richtig cool. Ja, ihr merkt's, also ich bin hin und weg. Es macht richtig, richtig Spaß. Richtig schöne Forelle. Na? Das könnte sogar ein kleiner Lachs sein. Boah, viel Power. Jetzt haben wir den. Sehr schön. Ja, es macht einfach nur Bock, wirklich. Also langsam setzt die Dämmerung ein. Auf der Kamera sieht man es nicht so gut, aber hier wird es schon dunkler sein. Ich habe jetzt hier einen Glowspoon. Ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Fisch auf einem Glowspoon gefangen. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen in die Dämmerung mit dem Glowspoon reinangeln. Und vielleicht schaffe ich ja, vielleicht fange ich ja meinen ersten Fisch. Ich habe hier den FTM Lumi in 2,5 Gramm. Den kann ich richtig schön langsam führen. Der ist wie so ein Dragonspoon. Und dann hoffe ich, dass gleich mein erster Dunk- oder Glowspoon-Fisch an die Route geht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu hell. Und die goldene schießt drauf.
aber und. Na, komm. Nee. Na? Die Fische ticken aber nur ganz kurz an. Jetzt aber. Da haben wir den ersten Spoonfisch. Jawohl. Ganz knapp gehakt, aber wir haben den ersten Fisch. Ja, und ich kann euch wirklich nur empfehlen, holt euch so eine UV-Lampe. Also die Spoons leuchten dadurch echt wirklich besser. So, machen wir weiter. Ja, diesmal habe ich ein bisschen absinken lassen. Gucken, ob ich noch einen Fisch etwas tiefer bekomme. Da war der Kontakt. Jawohl. Ich habe richtig gemerkt, wie die zwei, dreimal den Spoon attackiert hat. Und dann hat sie ihn genommen. Bam. Da haben wir den nächsten auf Glow Spoon. Ja, die Dunkelheit setzt jetzt langsam ein. Ich muss zugeben, mich interessiert das richtig, ob ich gleich in der Dunkelheit mit dem Glow Spoon noch ein paar Fische kriegen kann. Das werde ich auf jeden Fall probieren und dann werde ich vorzugsweise mit den passiven Montagen angeln. Und die möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Also ich werde einmal von Grund auf treibend angeln. Das werde ich mit dieser Route hier machen. Ich habe hier eine Excalibur Nummer 1 mit einer Solo-Glas-Montage. Und die Solo-Glas-Montage kennt ihr ja. Einfach ein Solo-Glas, dann eine Perle dahinter, damit das Glas nicht auf den Knoten knallt. Ein Dreifachwirbel und ein 70 cm Vorfach. Ja, und hier auf diesem 70 cm Vorfach habe ich noch ein kleines Bleischrot, damit ich die Höhen so ein bisschen variieren kann. Und ich werde am Anfang ganz, ganz tief fischen, also nur so 10 cm ungefähr über Grund. Und dann mit einer kleinen roten Leuchtperle mal schauen, ob wir eine von den dicken Lachsforellen kriegen. Genau, das ist die Montage Nummer 1. Ich zeige euch gleich nochmal, wie ich die beködere. Und dann geht's los. Ja, ich habe mich entschieden, dass ich heute mit Bienenmaden angeln werde. Und zu den Bienenmaden werde ich diese Glowkugeln hier verwenden. Ich habe mich heute für die Farbe Rot entschieden. Da ich so ein bisschen hoffe, dass die Lachse da so ein bisschen drauf abfahren. Mal schauen, ob es klappt. Noch ein kleiner Tipp zu diesen Lachseiern hier. Die sind sinkend, das heißt, wir müssen unbedingt ein Styropor verwenden. Ich zeige euch nun, wie ich den Haken beködere. Also zuallererst nehme ich die Styroporperlen. Ich habe jetzt leider nur ganz kleine, deswegen nehme ich einfach zwei. Die ziehe ich einfach mittig auf dem Haken auf. Na, das ist die erste. Dann die zweite. Die sorgen auf jeden Fall für genügend Auftrieb. Dann nehme ich die Glowkugel, auch einfach mittig aufziehen. Und dann nehme ich hier die eine Bienenmade. Ziehe die auch schön mittig auf den Haken auf. So, das war's auch schon. Das ist der Köder. Bevor das ins Wasser geht, leuchte ich natürlich die Perlen an. Und hier als kleinen Tipp, ich nehme immer eine zweite Perle, die ich mit anleuchte. Und die lasse ich gleich bei mir hier irgendwo liegen. Und wenn ich sehe, dass die Perle nicht mehr leuchtet, dann hole ich den Köder raus und leuchte den nochmal neu an. So, das reicht. Der Köder leuchtet schön und jetzt geht er ins Wasser. Ja, ich habe den Köder jetzt ungefähr so auf
15 cm Höhe eingestellt und den werfe ich jetzt raus. Ja, da habe ich mir noch so kleine Einhänger hier besorgt. Die werde ich jetzt schön in die Schnur einhängen, damit ich dann eine bessere Bisserkennung habe. Kommen wir nun zur Posenmontage. Also ich habe hier eine Popper-Pose und da habe ich einfach mit Klebeband ein Klinkdicht dran geklebt. Dann wie immer hier das Durchlaufblei mit der Perle und dem Dreifachwirbel. Und hier habe ich ungefähr so ein 80-90 cm langes Vorfach. Ich glaube, das werde ich gleich noch ein bisschen einkürzen, dass ich ungefähr so 60 cm von oben angle. Genau, hier nehme ich wieder die Leuchtperle. Köder ich genauso an. Einfach erstmal die Leuchtperle aufziehen, dann eine Bienenmade dahinter und dann war es das auch schon. So. Aber bevor diese Montage jetzt zu Wasser geht, werde ich noch ein paar Würfe mit Spoon machen. Mal schauen, ob wir noch eine oder zwei Fische aktiv bekommen. So, der Spoon ist aufgeladen. Mache ich mal schnell wieder das Licht an. Und so, da bin ich wieder. Dann wollen wir noch mal schnell ein paar Würfe mit Spoon machen. Ich glaube, ich werde den Köder einfach noch mal ein bisschen weiter absinken lassen. Dann werden wir mal die Pose ins Rennen bringen. Ja, ein kleines Zwischenfazit, also auf die Bienenmaden ging gar nichts. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde lang keinen Biss bekommen und habe jetzt auf Paste und auf Libralurs umgestellt. Mal schauen, ob da jetzt was mitgeht. Boah, Live-Biss. Krass, ich wollte gerade ein paar Aufnahmen machen. Zack, da ist der Fisch eingestiegen. Er nimmt noch schön Schnur. Ich mache mal kurz den Bügel auf, dass ich ihn noch ein bisschen laufen lassen kann. Ja, richtig stark, dass es jetzt nochmal geklappt hat. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt so 2 Stunden ungefähr keinen Biss bekommen. Habe noch einige Sachen probiert. Also ich habe auf Paste umgestellt. Hier habe ich jetzt an der Grundroute ein Libralur dran. Ja, und ich habe ungefähr so 60 cm auftreibend. Ja, richtig cool. Und da haben wir unseren ersten Nachtangelfisch. Ja, was für ein Zufall gerade. Ich habe das Tackle so ein bisschen abgefilmt und da ist die Rute abgepfiffen. Richtig gut. Ja, ich musste richtig arbeiten. Also ich habe jetzt noch einige Sachen ausprobiert. Ich habe auf Paste umgestellt. Ich habe auf Libralur umgestellt. Ja, den Fisch hier gerade habe ich auf den Libralur bekommen. Und zwar habe ich so ungefähr 60 cm auftreibend eingestellt und nur so 2-3 Meter draußen, also relativ nah am Rand. Ja, mal schauen, ob da noch ein Fisch kommt. Aber ich bin super happy, dass er jetzt noch mal einer gebissen hat. Ja, da haben wir den Köder nochmal. Da ist er, der Dying Worm mit einer Leuchtperle. Das war der Erfolgsköder und den bringen wir jetzt schnell wieder ins Wasser. Ja, Leute, das war's vom Angelparadies Eschede heute. Ihr habt ja gesehen, ich konnte 7 richtig schöne Fische fangen, einen Saibling, eine Goldforelle
und 5 Regenbogenforellen. Also es hat richtig Bock gemacht. Vor allem der Anfang, als die Fische die ganze Zeit auf den Köder gehauen sind, hat einfach richtig Bock gemacht. Ja, jetzt haben wir es ungefähr so 2 Uhr und ich werde einpacken. Warum ich jetzt in der Nacht so wenig Bisse bekommen habe, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die Fische weiter im hinteren Bereich stehen oder ob ich nicht die richtige Tiefe oder den richtigen Schlüssel gefunden habe. Ich weiß nicht. Aber ich kann euch versprechen, ich werde auf jeden Fall dranbleiben und werde nochmal die ein oder andere Nachtangelsession starten. Da es einfach Bock macht, wenn man so sieht, wie die Knicklichtpose abhaut oder der Bissanzeiger nach oben schießt. Dann zum Gewinnspiel. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme. Die Gewinner schreibe ich einmal unten in die Videobeschreibung bzw. werde sie gleich im Video einblenden. Euch würde ich bitten, dass ihr euch innerhalb von einer Woche bei mir meldet, und zwar via Instagram, Facebook oder per E-Mail, und damit ich euch dann die Sachen zuschicken kann. Falls ihr euch nicht melden solltet, werde ich die Preise nochmal neu verlosen und die entsprechenden Nachrücker werde ich dann am Dienstag im nächsten Video bekannt geben. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe wie immer, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.